Der, der und der alle drei einladen. Hallo Matze. Nicole ist da. Aller Ja, ich Nico habe ist da. Hallo. Hallo, Was liebe geht ab Leute. zusammen? Alles gut. Nach dem Stress mit dem ollen Thema hier gerade eben. Das zu fixieren, weißt du? Ey, ich bin. Wisst ihr, was mir heute passiert ist? Circa eine halbe Stunde, bevor wir anfangen wollten, habe ich erstmal mein Tripod geschrottet und musste das jetzt eben erstmal fixieren mit Kleber und Tesafilm und so weiter und so fort. Also wenn ich gleich mal verschwinde und ihr ein lautes Scheiße hört, dann wisst ihr, was passiert ist. Okay, mal Bescheid. Dann ist hier alles zusammengebrochen. Wir sind Jonas macht noch versucht noch reinzukommen, ne? Ja, Jonas dreht Kreise. Okay, weil bei mir war nämlich auch gerade, du hast meine Anfrage angenommen, ich habe bestätigt und dann bin ich rausgeflogen. Aha. Ja, also ich vermute, da gibt es heute so ein Fokus. bisschen. Genau, Fokus, Das ist jawohl. Christian. Ja, ich lese gerade die Kommentare. Genau, kam da schon welche, ja? Ja, Sind schon Christian. 30. Genau. Ja, aber mega gut. Helge, ich würde sagen, du kannst ja schon mal anmoderieren, worum es geht. Ja. Und wir gucken mal, Ja, was genau. mit Ja, Jonas. was mit Jonas ist. Ja, hört ihr mich noch nicht? Oder? Doch, also wir hören dich, aber wir sehen dich nicht. Da ist da so dieser Ladekreis ist da, aber wir können dich hören, Echt? ja. Hm. Okay, also ich sehe mich. Warte mal. Echt? Ich sehe mich auch. Warte, ich guck mal. Ja. Ihr seht mich gar nicht? Nein? Nein. Okay. Nein, Nein, wir komisch. haben einen Nee. schwarzen Bildschirm an deiner Stelle und den Da ist praktisch, Ladekreis. ja, so ein Okay, Ladesymbol sehen wir da sonst, gerade ich bin nur. sonst draußen, dann könnt ihr mich ja einfach nochmal dazu holen oder ich ja, stelle nochmal eine Anfrage. Ne? Probiere ich einfach nochmal. Das ist eine gute Idee, Jonas. Okay. Genau. Matze, grüß dich. Also, ich begrüße alle Zuschauer. Wir haben heute das Thema Mindset. Wie viele Sachen werden heutzutage immer, wird alles immer auf Englisch bezeichnet. Das ist modern. Mindset, das beschreibt letztendlich die Kraft der Gedanken. Also es ist ein Mittel, mit dem man arbeiten kann und mit dem man seine Gedankengänge beziehungsweise seine Haltung gegenüber Dingen und seine Bewertung ändern kann. Das nutzen wir im Business hier. Letztendlich wird das aber auch schon seit Jahren in Therapien genutzt. Ja, früher ging es los mit Psychoanalyse, dann wurde Verhaltenstherapie sehr modern, weil man damit effektiver arbeiten kann, ohne die ganze Biografiearbeit zu machen. Und gerade Verhaltenstherapie hat auch ganz viel mit der Kraft der Gedanken zu tun und mit dem Mindset und seine Haltung und seine Bewertung von Sachen zu verändern. Warum sind wir auf das Thema gekommen? Wir hatten vor Wochen das Thema Werte. Und Mindset hat auch mit diesem Thema zu tun, mit den Werten, die man hat, die man sich vor Augen führen kann und mit denen man halt arbeiten kann im Leben, um in der Persönlichkeitsbildung voranzukommen. Nachdem wir dieses Thema gemacht haben, ist bei mir und Nicole ganz viel passiert. Also wir haben uns ganz viel mit diesem Thema Werten im Nachgang noch beschäftigt. Und bei mir haben sich Werte geändert. Ich hatte ganz, ganz lange Zeit meines Lebens immer den Thema, den Wert Familie war bei mir immer ganz doll im Mittelpunkt. Mir war es immer wichtig, mehr als viel Geld zu verdienen, eine eigene Familie zu gründen. Und der Nachteil ist, dass du dafür immer andere Leute brauchst, ja. Also du brauchst andere Familienmitglieder, denen dieses Thema genauso wichtig ist, wie dir selbst. Und dieser Wert hat sich denn aber in den letzten Wochen bei mir geändert zu dem Thema Loyalität. Und der Vorteil ist, dass ich Loyalität jedem gegenüber leben kann. Und dafür keine Familienmitglieder brauche. Das kannst du mit Freunden, das kannst du mit Geschäftspartnern. Und ja, das hat sich bei mir im Kopf geändert. Also ich habe praktisch meine Haltung gegenüber diesem Wert Familie geändert und habe mein Mindset halt geändert gegenüber diesem Thema. Und diese Woche war das so,
dass ich gemerkt habe, dass es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren. Dass mein Hirn irgendwie immer nur tut gemacht hat. Und normalerweise komme ich mir, wenn ich das bei mir beobachte, ziemlich blöd vor. Weil ich jemand bin, der sehr reflektiert ist, der über Sachen 10.000 Mal nachdenkt, ohne dass das irgendwie überhaupt noch Sinn macht. Also im Kreis denkt. Und wenn das Gehirn dann nicht funktioniert, ist erstmal ein bisschen unangenehm. Ne? Das war diese Woche aber anders. Ich fand's gut. Weil das war irgendwie so wie Frieden im Kopf für mich. Und dann hatte ich diese Woche eine Hochzeit. Da war ich auch mal sehr aufgeregt hin, mit vielen Ängsten und Befürchtungen, was alles schieflaufen kann. Und wie es der Zufall so wollte, war diese Hochzeit vollkommen ins Wasser gefallen. Es hat geregnet ohne Ende, es war schweinekalt, es hat gestürmt. Und es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Auch das hat mich erstmal gewundert. Und ich habe mir dann so gedacht, so, ja, warum ist das so? Aber letztendlich ist es gut, wenn es regnet. Weil wenn es regnet, dann kann ich meine Stärken ausspielen, was ich sonst noch so kann als Fotograf. Nämlich das Brautpaar begleiten und denen einen Rahmen geben, in dem es sich trotz dieses Wetters wohlfühlt. Und genauso ist es dann halt passiert. Und Nicole, die hatte diese Woche auch ein Erlebnis, was mit diesem Thema Mindset zu tun hat. Erzähl mal, Nicole. Ja, also deswegen auch ein Grund, warum der Nico hier mit im Live ist, weil Nico, ich würde dich gern einladen, dass du einfach mal der Community erzählst, was du eigentlich mit mir gemacht hast am Montag im Coaching. Ja, sehr gern. Also es war ja nur so, dass du dich, dass wir einen Coaching-Termin hatten und du letztendlich, ich stelle immer eine Frage, wenn ich ins Coaching gehe, bei meinen Kunden, liebe Kunden, was soll nach dem Coaching anders sein wie vor dem Coaching? Das ist so eine Standardfrage, damit ich natürlich weiß, worauf kann ich mich ein Stück weit vorbereiten. Grüß dich, hi. Ja, und hey, da bist du. Im Endeffekt hat mir die Nicole ja gesagt, Nico, ich brauche Klarheit. Wo möchte ich hin? Ich weiß nicht so richtig, wo es vorne, wo es hinten. Und dann hatte ich mit ihr ein sehr, sehr interessantes Beispiel gemacht. Und zwar das Thema hieß Interview mit einem Star. Und ich habe Nicole einfach auf eine Zeitreise mitgenommen und habe sie als Fan, als Moderator interviewt, so 10, 15 Jahre in der Zukunft. Und sie war Europas erfolgreichste Fotografin, fliegt durch ganz Europa, fotografiert die Kinder der Promis und habe mit Nicole einfach da 20 Minuten ein Interview gemacht. Und in diesem Interview durch meine Fragen und durch die Fragen, die auch die Zuschauer gestellt haben, im Chat, hat Nicole eigentlich sozusagen ihrer Vision, dass sie Deutschlands erfolgreichste Babyfotografin werden möchte, hat sie sich den Weg dorthin eigentlich im Traum, also ich sage es jetzt mal im Traumbeispiel, hat sie ganz wichtige Meilensteine gesetzt, an denen sie jetzt arbeiten kann, um das Ziel auch in der Zukunft zu erreichen. Ja, und das habe ich dann auch noch aufgezeichnet, ihr zugeschickt und jetzt hat sie immer was, womit sie sich emotional verbinden kann. Genau, und das war echt, also mega, 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 mega krass, weil das absolut Witzigste war, dass mein Mann abends, ich lag schon im Bett und mein Mann kommt ins Schlafzimmer und sagt, du bist eine Hexe. Und ich sage, ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann sagt er so, ja, aber guck doch mal, wer dein Bild geliked hat auf Facebook. Und wir haben hier in Sangerhausen einen recht bekannten Sänger, Kai Niemann. Und der hatte auf einmal mein Bild geliked. Und als Sänger ist er ja schon der Star. Zwar jetzt nicht Brad Pitt oder wie sie alle heißen, aber es ist halt schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und das war so für mich auf jeden Fall das erste Zeichen, wo ich gedacht habe, so wow, krass, was da passiert und was ich so, wenn man sein Denken ändert und einfach mal so in die Vision geht, was das auch im Außen ausmacht. Und es ging am nächsten Morgen weiter. Ich mache mein E-Mail-Postfach auf. Normalerweise ist so meine Reaktion immer so ein, keine E-Mail. Am Dienstag früh habe ich mein E-Mail-Postfach aufgemacht und habe gedacht, wow, was ist denn hier los? Ganz, ganz viele Anfragen. Mein Mai ist komplett ausgebucht. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich die ganzen hinschieben soll. Also ich muss sagen, das ist wirklich, Nico hat immer wieder einen ganz, 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 ganz tollen Spruch. Ich glaube, ich werde ihn mir hier auch noch an meine Wand schreiben. Materie folgt dem Geist, ist der eine Spruch. Und Nico, du hast vorhin noch einen anderen Spruch gesagt. Weißt du, welchen ich meine?
Ich kriege ihn gerade nicht zusammen. Weiß es nicht, aber also der Hauptspruch ist ja, dass ich ja eigentlich immer sage, also die Grundphilosophie, Erfolg entsteht immer im Kopf, Misserfolg aber auch. Ja, und das, was du gerade sagst mit dem Kai, die Resilienz, wer jetzt dazu guckt und hat vielleicht Kinder, Helge, habt ihr Kinder? Hast du Kinder? Ja, ich habe eine Tochter von 8 Jahren, ja. Ja, wie kannst du dich noch daran erinnern, wo deine Freundin dir gesagt hat, dass sie schwanger ist? Du wirst lachen, aber ich sag's mal einfach so. Ja. In dem Moment, wo wir miteinander geschlafen haben, ein paar Sekunden danach, wusste ich, dass sie schwanger ist. Okay. Und, ja, treffsicher. Ich sag, nee, das war nicht, das war wirklich ein Bauchgefühl. Ja, ja. Ja, also wir lagen da so und haben gespannt und ich habe gedacht, hey, ich glaube, sie ist schwanger. Aber das ist komisch, das, was viele vielleicht kennen, oder wenn man sich ein neues Auto kauft, dann weiß man, mein Vater, auf einmal sieht man nur Schwangere. Man will sich ein neues Auto kaufen, auf einmal sieht man nur das Auto rumfahren. Ja, und das ist eben halt die bewusste Wahrnehmung, die eben im Kopf abspielt, wenn man sich auf eine Sache fokussiert. Und das hat der Nicole in dem Fall gemacht. Ich möchte jetzt Promi-Fotografin werden oder Kinderfotografin von den Promis und einen Tag später macht ein Semi-Promi da einen Kontakt. Ja, das ist schon krass. Das war wirklich echt krass. Und ich meine, Nico begleitet mich ja jetzt seit letztes Jahr Mai. Also Nico, wir hatten Jahrestag, ne? Oh, schön. Wieder ein Jahr älter, verdammt. Genau, und ich muss sagen, seitdem hat sich wahnsinnig viel in meinem Business, in meinem Leben und generell halt wirklich geändert. Und ich bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass das alles so mit dir an meiner Seite so funktioniert. Genau, vielleicht hat ja der Jonas da noch einen tollen Beitrag zu sagen, wie er das so sieht. So wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja im Prinzip das Gesetz der Anziehung. Ne? Also das, worauf du dich im Leben konzentrierst, das wirst du in dein Leben ziehen, weil du ja dich danach ausrichtest. Deine Gedanken, deine Emotionen, das, was du siehst. Und das, was gerade auch eben schon gesagt wurde, ist ja im Prinzip auch das retikuläre Aktivierungssystem. Das heißt, das, wonach dein Gehirn sucht, wonach dein Gehirn filtert, werden deine Augen und deine Ohren sehen und hören. Mhm. So, das ist ja genau das Beispiel, ne? Mhm. Wenn du jetzt den Wunsch hast, schwanger zu werden, wünschst du dir das so sehr, und deine Augen und deine Ohren sehen und hören überall nur noch mit Schwangerschaft, weil dein Gehirn danach filtert. Ja. Weißt du, was mir da spontan gerade einfällt? Der Placebo-Effekt bei den Medikamenten. Vielleicht funktioniert das ähnlich. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Also wenn du, oder homöopathische Medikamente, der Streit, ob das wirksam ist oder nicht. Wenn du in diesem Mindsetting drin bist und mit der Homöopathin da halt drin bist und ja auch das thematisch bearbeitest und so, dass man da so auch Einfluss auf seine Autoimmunkräfte nimmt, ist das eine Parallele für euch oder nicht? Ja, ja, jein. Also weißt du, das Ding ist halt, der Satz beziehungsweise der Spruch, der Glaube versetzt Berge, das stimmt schon. Weil wenn du so fest an etwas glaubst, dass du weißt, also dass du für dich weißt, dass es richtig und das stimmt, richtest du ja wieder dein ganzes System danach aus. Ja. So, weißt du, wenn du wirklich das Vertrauen darin hast und sagst, diese Person kann mir helfen oder diese Heilmethode kann mir helfen, dann richtest du dich so sehr danach aus, dein ganzes Denken, dein ganzes Fühlen, und dann verändert sich in dir, in deinem Körper ja auch etwas. So. Ja, richtig. Du entwickelst andere Gedanken, du entwickelst andere Gefühle und das wirkt sich ja wiederum auf ganz, ganz andere Bereiche aus. Dein Immunsystem, ja, wie du handelst, wie du fühlst, das ist ja alles eins. So. Genau. Und positive Emotionen beziehungsweise der Glaube an etwas ist ja auch eine sehr, sehr starke positive Emotion. Und positive Emotionen helfen uns ja dabei, auch zu heilen. Weil sie etwas in unserem Körper erzeugen. Mhm. So. Und also deshalb glaube ich. Im Stoffwechsel eingreifen, meinst du auch, ja? Oder direkt im Stoffwechsel eingreifen, im Hormonhaushalt, im energetischen? Alles. Mhm. Alles. Weißt du, ob du es jetzt, klar,
ne, Stoffwechsel, Organe, Energie oder ob es einfach auch die Seele ist. So, weißt du? Also ich glaube auch ganz stark, dass wir Menschen eine Seele haben. Und dass wir, wenn es uns gut geht, beziehungsweise wenn wir gute Emotionen, gute Gedanken haben, dass das etwas auch in uns auslöst, was wir vielleicht nicht erklären können. Warum muss man immer alles erklären können? So, weißt du? Also, wie gesagt, eine Seele, die Seele ist nicht nachgewiesen, dass es eine Seele gibt. Aber ich glaube ganz fest daran, dass es etwas gibt in uns Menschen, was wir eben auch nicht erklären können, dass wir viel mehr sind, als wir sehen können, als wir erklären können. So. Na, ich meine, ja, also die Zeit der Aufklärung, die Zeit der Forschung, das hat die Zivilisation ja auch weit vorangebracht erstmal, von Sachen befreit, von Fesseln befreit. Sachen, die früher im Religiösen waren, Erklärung der Welt und sowas, wurden wissenschaftlich untersucht und so. Das ist ja eine Art geistiger Fortschritt. Aber im Moment erleben wir vielleicht eine Zeit, wo man sich da partiell wieder von lösen muss oder das relativieren muss und die Sachen, die vielleicht vergessen wurden, wieder hervorholen muss und guck mal, was ist denn damit? Haben wir da nicht was vergessen? Nico, möchtest du dem noch was beifügen, was Jonas gesagt hat? Hast du noch andere Erkenntnisse? Nein, also wie gesagt, das mit der Seele, ich sag mal, das ist sicherlich so ein Punkt, wo man sagt, okay, man formt ja aufgrund von Erfahrungen, von Glaubenssätzen und so weiter, formt man ja Ansichten, einen Charakter, sage ich jetzt mal. Und man sagt ja nicht so, so oft, das ist eine gute Seele. Ja, also ich denke mal, das ist eine Form deiner Entwicklung. Und ja, wie gesagt, was ich halt von Jonas noch interessant fand, auch dieses Thema Gedankenhygiene. Ja, ist so ein bisschen, was ich glaube nicht, wie viele von unseren Zuschauern machen Gedankenhygiene. Ja, also wir machen eine Mundhygiene, wir machen eine Körperhygiene, aber die meisten machen keine Gedankenhygiene. Also einfach mal die schlechten Sachen, die im Kopf sind, einfach mal bewusst umwandeln in guten Sachen. Ein kleines Beispiel, wenn ich euch drei jetzt mal frage, was hattet ihr mehr? Hattet ihr mehr Erfolge im Leben oder mehr Probleme im Leben? Probleme, ganz klar. Nicole? Ich erstmal, ja. Erfolge. Echt? Jonas? Oder? Ich weiß es nicht genau. Also ganz davon abgesehen, dass ich halt keine Probleme habe. Ja, aber so. Ich halt nur Herausforderungen habe. Davon mal abgesehen, so. Aber ja, weiß ich nicht genau. Aber ich hab das aber auch mit Absicht gesagt. So, ja, das ist die erste spontane Antwort, richtig. Das ist das Bauchgefühl. Wenn du drüber nachdenkst, dann weißt du natürlich, dass du aus all dem gelernt hast. Und gerade die Zeiten, die am härtesten waren, wo ich mich vielleicht auch für geschämt habe eine Zeit lang, das sind genau die Sachen, die mich heute ausmachen und wo ich auch Geld draus mache, letztendlich. Ja, also das ist ja der Punkt, den du sagst. Das ist also normalerweise kann man sagen 50-50, weil wir haben immer Probleme und wir lösen auch gleichzeitig das Problem. Ja, wenn ich das Problem habe, ich muss pullern, dann gehe ich auf Toilette und löse das Problem. Also wir lösen eigentlich unheimlich viele Probleme am Tag. Ja, so einfach ist es. Aber wenn man sich dann einfach mal vielleicht Gedanken macht, wie du das ja schon sagst, Helge, das, was man in der Vergangenheit gut gemacht hat, also die Aufgaben bewältigt, die Probleme bewältigt, die man so hatte, gibt's ja immer mal. Ja, merkt man eigentlich, dass man sehr, sehr erfolgreich ist. Und das ist halt auch so ein Thema, wir meistern schon sehr, sehr viele gute Sachen und machen es uns nur nicht bewusst. Ja, und das ist halt in der Gedankenhygiene ganz schön, da zu sagen, okay, ich räume mal regelmäßig auch meinen Kopf aus und verbeine die schlechten Sachen. Ja. Genau, warum ich zum Beispiel Erfolg gesagt habe, Entschuldigung, Helge, warum ich Erfolge gesagt habe, ist tatsächlich, dass es auch wie bei Jonas so ist, dass ich keine Probleme habe, sondern ich finde Möglichkeiten. Ich habe einfach nur, also für mich gibt es keine Probleme, sondern nur Lösungen. Und ich finde auch, wenn man schon aus bestimmten Situationen, Schicksalsschlägen, sie tun immer weh. Aber wenn man da einfach wirklich anders drauf guckt und mit einem positiven Gefühl drauf guckt und guckt, was man daraus lernen kann, dann finde ich tatsächlich, dass es keine Probleme gibt und dass es dann auch wirklich nur Erfolge gibt. Und es ist tatsächlich deswegen bei mir auch der Erfolg. Genau, eine Sache, denn das brennt mir jetzt. Ja, ich habe in meiner Coaching-Ausbildung zum Personal Business Coach bei Björk Löhr. Da geht es ja letztendlich, ist ja auch diese Zielfindung,
Ja, und man muss halt sagen, dort ist die Grunddevise immer, ein Problem ist nur ein Ziel, was auf dem Kopf steht. Und das ist so eine Aussage, die finde ich so geil, weil, ja, man sagt dann einfach, wie sollte es denn aussehen, wenn das Problem nicht mehr da wäre, und ruckzuck hast du ein Problem in ein Ziel transformiert. Und das ist so immer unsere Grundlage in den Coaching-Ausbildungen, wenn man zum Kunden kommt und die einfach sagen, ja, ich habe dies und das Problem, Mitarbeiterprobleme, und dann einfach die Frage stellen, okay, wie müsste es denn für dich optimalerweise aussehen, oder wie fühlst du dich, wenn das Problem gelöst ist? Und dann erzählen wir eigentlich die Ziele. Und das ist so zu dem Thema Probleme, finde ich, ein schöner Transformator. Ja, ist ein toller Spruch, weil er klug ist, aber auch, weil er auch irgendwie ein bisschen verspielt ist. Ja. Weißt du? Ja. Also selbst ein Kind kann sich darunter was vorstellen. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Wir wissen ja alle, wovon wir reden, weil wir mit diesen Sachen zu tun haben. Unsere Zuschauer vielleicht nicht. Und da war auch eben ein Kommentar, da hat jemand geschrieben, Hexerei, wobei das natürlich auch Spaß sein kann. Aber ich kann mir vorstellen, dem einen oder anderen fällt das vielleicht schwer, da so hinterherzukommen, wovon reden die und so weiter und so fort. Jonas hat eben ganz viel gesagt von der Resilienz, ist ein Fremdwort. Das ist das Gesetz der Anziehung. Und es gibt einen ganz bekannten, berühmten Film, der sich damit beschäftigt. Der heißt The Secret. Der ist im Moment auf Amazon Prime kostenlos. Da gibt es zwei. Es gibt eine Verfilmung, ein Hollywood-Film, so, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Warte mal, ich muss eben auf meinen schlauen Zettel gucken, dass ihr die auseinanderhalten könnt. Der heißt im Untertitel Traue dich zu träumen. So, das ist der Spielfilm. Dann gibt es aber auch noch The Secret mit dem Untertitel Das Geheimnis. Und das ist eine Doku. Und die ist richtig cool. Also da ist das sehr gut und fast schon viel zu ausführlich erklärt. Ja. Der ist leider auf Englisch, hat aber Untertitel. Es wird gesagt, dass das Gleiche sich anzieht und dass das so eine Art Naturgesetz sei. Dass das was mit Schwingungen zu tun hat. Gedanken ist Elektrizität, Nerven. Eine elektrische Leitung hat eine Strahlung, hat eine Schwingung. Und so wird das dort erklärt, dass diese Dinge sich anziehen. Das ist das eine. Das andere, was da hat Jonas ganz viel zu gesagt. Ich finde aber, das andere ist die eigenen Entscheidungen, die man trifft, die auch Einfluss darauf haben. Also wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, dich da hineinbegibst und auch gefühlsmäßig damit auseinandersetzt, natürlich triffst du dann auch andere Entscheidungen. Und das ist aber auch wichtig, oder? Bei dem Thema Mindset? Ja. Ja. Mhm. Also Entscheidungen entstehen ja aus Gedanken. So. An allererster Stelle steht ja im Prinzip immer ein Gedanke. Bevor du eine Entscheidung triffst, sagen kannst, okay, ich handle so und so, hast du ja erstmal den Gedanken gehabt, ich handle so und so. Und vielleicht mal eine Frage an die Runde. Was denkt ihr, entsteht zuerst? Ein Gedanke oder eine Emotion? Gute Frage. Lass Nicole mal anfangen. Du weißt nicht, was du sagen willst. Ich habe eine Antwort. Ich denke, es ist der Gedanke. Ja. Mhm. Okay, ich würde sagen, es ist die Emotion. Echt? Okay. Ja. Ich würde sagen, es ist der Gedanke und dass auch das Gehirn letztendlich der Impuls für Gefühle ist. Also irgendwas, was aus dem Kopf passiert, sei es bewusst oder unbewusst, macht eine Reaktion in meinem Körper. Sagen wir mal, ich fühle mich klein. Dann beuge ich den Körper so zusammen. Das gibt eine Anspannung im Bauch und erzeugt dadurch ein Körpergefühl. So, das wäre meine Antwort. Genau. Ist auch richtig so. Also Marius schreibt es auch gerade nochmal. Also ein Gedanke kreiert eine Emotion, kreiert eine Erfahrung, kreiert einen Glaubenssatz. Zuerst, bevor du eine Emotion haben kannst, hast du vorher immer einen Gedanken gehabt. Immer. Immer. Klar, unser Körper, hast du auch sehr, sehr schön gesagt, Helge, beeinflusst auch unsere Art zu fühlen. Ja, ich fühle mich anders, wenn ich so bin, als wenn ich aufrecht zum Beispiel bin. Es kreiert einfach anderes Feeling in uns. Aber vorher ist immer, immer, immer ein Gedanke. Da hätte ich mal eine Frage, finde ich sehr spannend. Warum habe ich Emotionen gesagt? Ja?
Das wäre auch mal vielleicht auch mal interessant für die Zuschauer, die jetzt auch sagen, okay, zwei unterschiedliche Meinungen. Also ich würde ganz, warum habe ich Emotionen gesagt? Weil ich denke, dass die kognitive Wahrnehmung, was ja das Denken ist, mit der emotionalen Wahrnehmung ist ja ein Riesenunterschied. Ja. Und wenn jetzt die Urmenschen, ja, vor dem Säbelzahntiger ein Rascheln hören im Gebüsch, kommt ja eigentlich erst eine Emotion und dann der Gedanke, ich muss fliehen. Also ich würde fast sagen, dass das Unterbewusstsein die Entscheidung trifft, woraus dann der Gedanke entsteht. Wäre meine Theorie. Weil so der Fluchtgedanke, nehmen wir mal die Urzeitmenschen, wenn es da geraschelt hat, die waren ja sofort in Aufregung, in jetzt ist Gefahr, dann haben sie gesehen, ah, ist nur ein Reh, dann war der Gedanke, Reh weg, erledigt. Ja, okay. Das wäre halt jetzt die Theorie, was ich jetzt mal gegenhalten würde. Jonas. Ja, verstehe. Das Ding ist halt, wenn wir beide einen Busch rascheln hören, kreierst du eine andere Emotion als ich. Ja. Vielleicht. Weil du verbindest vielleicht mit dem Rascheln Gefahr, weil du irgendwann die Erfahrung gemacht hast, dass einer aus dem Gebüsch springt und dich angreift. Das heißt, du hörst diesen Busch rascheln, das ist eine Aktion und du kreierst darauf Gedanken, oh, da könnte einer aus dem Gebüsch springen und kreierst dann die Emotion, Aufregung. Ja, okay. Bei mir ist es vielleicht so, ich denke mir, beziehungsweise ich höre den Busch rascheln, kreiere die Emotion Freude, weil immer wenn ein Busch raschelt in meiner Nähe, springt eine süße Katze aus dem Busch raus und ich freue mich, dass gleich die Kotze aus dem Busch rausspringt. Ja. Das heißt, du hörst etwas, denkst dann, bekommst dann einen Gedanken, ob der bewusst ist oder unterbewusst, sei dahingestellt und kreierst dadurch eine Emotion. Okay. Also das ist halt so diese Abfolge quasi. Ja. Macht Sinn. Und das Geile ist, klar, wir haben unterbewusste und bewusste Gedanken. So. Und es ist oftmals schwierig, diese unbewussten Gedanken nach oben zu holen. Ja. Aber ein Gedanke, wenn man noch tiefer geht, ist im Prinzip nichts anderes als eine Frage, die du dir selbst stellst und beantwortest. Mhm. Das ist im Prinzip ein Gedanke. Und das heißt, du kannst deine Art zu denken bewusst steuern, beziehungsweise deine Perspektive ändern, wenn du dir andere Fragen stellst, beziehungsweise wenn du dir bewusst Fragen stellst, um deine Aufmerksamkeit und deine Gedanken zu lenken. Das ist das ist auch nochmal ein Tool, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat, okay, ich brauche vielleicht mal einen Perspektivwechsel. Ja, ja, definitiv. Also Marius hat es auch gerade nochmal geschrieben, unbewusst wird gedacht, ein Bild empfangen oder zu sich gesprochen, manchmal wird das Gefühl aber bewusst zuerst wahrgenommen. Ja. Wo seht ihr also das? Wir haben ja auch ganz viele. Bitte? Ist das normal, dass ich das nicht lesen kann? Eigentlich müsstest du es auch lesen können, wenn du auf den Bildschirm tippst, gehen eigentlich die ganzen Kommentare auf. Ja, bei mir blättert das aber auch manchmal nicht automatisch hoch. Das ist komisch. Ja, das kann auch sein. Da müssen wir nochmal hin und her wischen. Hier kommt gerade ein Gedanke. Und zwar, auf manche Fragen gibt es aber einfach keine Antwort. Muss es auch nicht. Muss es ja auch nicht. So. Weißt du, der Sinn, so zum Beispiel, weißt du, der Sinn des Lebens. Warum muss ich darauf eine Antwort haben? Beziehungsweise, weißt du, warum muss es den Sinn des Lebens geben? Zum Beispiel, weißt du, jeder hat doch seinen eigenen Lebenssinn. Mein Lebenssinn muss ja nicht der Lebenssinn eines anderen sein. Richtig. So, weißt du, vielleicht ist es mein Lebenssinn, wie heißt der denn jetzt nochmal? Ultra krasser Typ. Dean Schneider. Kennt ihr den? Oder wie heißt denn der mit seinem Afrika-Park da? Ich glaube, der heißt Dean Schneider. So ein Schweizer. Und der ist nach Afrika irgendwann irgendwie gegangen und hat da so einen Safari-Park aufgemacht mit übelst vielen Wildtieren, Löwen, Hyänen und so, die halt sonst getötet werden würden oder was und gibt den halt ein Zuhause. Und das ist halt so sein Lebensinhalt. Und das finde ich halt ultra krass, aber es ist halt nicht mein Lebensinhalt. Ja. Und warum muss ich da jetzt eine Antwort drauf kennen? Ja. Vielleicht ändert sich das auch nochmal. Ja. So, aber klar, es gibt Sachen, da gibt es halt nicht unbedingt eine Antwort. Ja.
Ja, man holt sich, man schafft sich selbst seine Antwort oder was weiß ich. Mir ist da auch was Kluges zu eingefallen und ich bilde mir jetzt mal einfach ein, ich habe das vorher nicht von jemand anderem gehört. Und zwar, wenn man keine Antwort kriegt, vielleicht stellt man sich dann einfach die falsche Frage. Ja. Also ja. Oder guckt eine Sache von vielleicht muss man seine Position ändern, von der man eine Sache betrachtet und infolgedessen vielleicht auch eine andere Frage stellen dann. Ja, klar, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten, die du bekommst. Richtig. Klar, logisch. Ich glaube, um da direkt darauf einzugehen, müssten wir einfach wissen, vielleicht, was für eine Frage das ist, die Zuschauerin sich da stellt, wenn sie das fragen möchte. Wenn das nicht zu intim ist, dann gerne her damit. Ja, liebe Sandra, hau einfach mal zum Beispiel eine Frage raus, damit wir so in etwa wissen, in welche Richtung es geht. Und wir dir da einfach nochmal ein bisschen mehr zur Seite stehen können. Wenn du es nicht sagen magst, wandel die Frage irgendwie ab, sodass das ein fiktives Beispiel ist. Genau. Du fragst schon eine Freundin. Was jetzt? Natürlich. Sandra versteht den Scherz schon. Ja. Die hat genauso einen kleinen Knall wie ich. Und gut, meiner ist nicht mehr klein, aber das ist nicht so schlimm. So. Genau. Gibt es... Ja? Du darfst. Nein, du wolltest was vorlesen? Eine Frage vorlesen? Nein. Ich wollte eine Frage stellen. Okay. Im Anschluss nochmal an diese Resilienz da in dem Film. Als Methode wird da genannt die Visualisierung, die man machen kann. Also all das, was man sich wünscht im Leben, versucht man sich vorzustellen mit geschlossenen Augen. Und zwar so intensiv, dass du es auch fühlst. Man kann dabei versuchen, sich den Geruch vorzustellen, dieser Sache zum Beispiel, ja, auf die körperliche Ebene zu kriegen. Und dann soll man aber nicht sich vorstellen, dass es in der Zukunft ist, sondern dass das jetzt schon existent ist. Dass man also seine Wünsche, seine Erwartungen ins Hier und Jetzt holt und sich dann anfühlt, dann nachguckt im Gefühl, wie fühlt sich das an, wenn das alles schon erreicht ist. Und dieses Gefühl ist ein ganz, ganz großer Push-Faktor, um dann auch in die Handlung zu kommen, um in die Tat zu kommen, um Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch konsequent zu sein. Wenn man auf den Weg geht, entscheidet man sich meistens auch gegen einen anderen Weg. Man muss sich gegen etwas entscheiden und vielleicht auch auf irgendetwas verzichten. Das mal so noch. Ja, als Erklärung da zu diesem Film. Nicole, die Frage ist aber ja, bitte? Ja, Nicole lacht gerade. Hast du gerade den gleichen Gedanken gehabt wie mit der von Matthias Steiner, was wir im Coaching hatten? Visualisieren? Ja. Das ist doch vielleicht ein spannendes Thema. Da können wir nochmal aufschieben. Mindset, also wo Mindset eigentlich für erfolgreiche Menschen anfängt. Aber erstmal du, Helge, du wolltest was vorlesen? Nö, ich war damit eigentlich fertig. Also so, ich war mit dem fertig, was ich da noch zu sagen wollte. Vielleicht ergänzend zu dem, was du jetzt gesagt hast mit der Visualisierung in die Zukunft, also dieses Ranholen. Ich weiß jetzt nicht von den Zuschauern, viele kennen ja den Matthias Steiner. Kennt ihr den? Den Gewichtheber, der 2008 Olympiagold gewonnen hat? Natürlich. Kennst du nicht, nein? Ist okay, also gut. Also Matthias Steiner ist 2008 Olympiasieger geworden. Und hat ein Gewicht gestemmt, was exorbitant eigentlich für ihn ist. Was man wissen muss, 8 Wochen vorher ist seine Frau beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. 8 Wochen vor dem Wettkampf. Also ist Deutschland bekanntester eigentlich. Ja? Ja. Und der gibt's also Mindset, gibt es 2 Personen von Menschen. Beides ist richtig, beides ist für jeden selber. Es gibt die eine Person, die sagt, ich breche den Wettkampf ab. Und es gibt das andere Mindset, was sagt, jetzt hast du recht, ich mach's. Ja. Und der hat ja dann sozusagen Gold geholt und, weiß nicht, 50, 60 Kilo mehr, wie er hätte sich jemals drücken können, hat er nach oben geholt. Und da haben sie im Interview gefragt, was hat ihn denn angetrieben zu dieser Höchstleistung? Und da hat er sich gesagt, ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich das erzähle, ich habe mir jeden Tag vorgestellt, wie ich gewinne und das Bild meiner toten Frau in die Kamera halte mit der Medaille. Das hat er sich jeden Tag vorgestellt, ja, Visualisierung, ja, also... Es waren 105 richtig Kilo. Kraft drin. Es waren 105 Kilo. Ja, hast gerade mal geguckt, ja.
Ich habe gerade mal gegoogelt. Ja, und er hat sich das vorgestellt, wie er das, und das, dann gibt es ja dieses bekannte Bild auf der Siegerehrung, wie er die Medaille hat und dann nebenbei das Bild seiner verstorbenen Frau. Ja, also Visualisierung ist schon ganz, ganz krass. Auch Profisportler arbeiten damit, wie sie die Champions League gewinnen. Die arbeiten sich ja immer, die stellen sich vor, wie sie einen Pokal in die Höhe reißen, wie sie jubeln, ja, Skifahrer und. Ja, das ist eigentlich bei vielen, vielen berühmten Menschen, also wenn wir bei Gandhi anfangen, Muhammad Ali, Menschenrechtler und Führungspersönlichen heutzutage, da ist ganz oft die Antwort irgendwas, was mit Mindset zu tun hat, wo sie umgedacht haben. Ich habe ein Mega-Beispiel und Nico ist ein ganz, 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 ganz großer Faktor davon, mal wieder. Und zwar habe genau ich das gemacht. Letztes Jahr im Mai habe ich mit Nico im Coaching gesessen und wir haben so ein bisschen ausgeklügelt, wo geht die Reise hin, wie machen wir weiter. Ich hatte so ein kleines Hinterhofbüro von 25 Quadratmeter, es waren so 4 Räume aneinander, also jeder Raum ungefähr so 17, 18, 20 Quadratmeter. Und ich sage, eigentlich möchte ich gerne ein großes Atelier mitten in der Innenstadt. Ich möchte sichtbar sein. Ich möchte einfach Platz haben, um zu arbeiten. Und dann hat Nico genau dasselbe gemacht und hat gesagt, dann stell es dir einfach vor, wie du in diesem Atelier stehst an dem Tag der Eröffnung. Wie fühlst du dich? Was riechst du? Was schmeckst du? Was fühlst du? Wer kommt da rein? Was hast du an? Und genau das habe ich gemacht. Und dann hat er auch noch gesagt, ich hatte noch keinen Mietvertrag. Hi Zoe! Ja. Ich habe noch keinen Raum gehabt, noch kein, also gar nichts in der Hand gehabt. Ich wusste nicht, wo es hingeht. Und er sagt, Nicole, geh mit diesem Gefühl, was du jetzt hast, wenn du dir das vorstellst, in die Instagram-Story, geh damit raus, dass du im August ein Atelier eröffnest. Und ich habe Nico angeguckt, ich sage, du hast so eine Macke. Du spinnst doch jetzt. Ich sage, ich habe nicht mal was. Ich habe keinen Schlüssel, keinen Mietvertrag, nichts. Und er so, du machst das jetzt. Und dann habe ich das gemacht, direkt nach dieser Visualisierung, wie ich mich halt an diesem Eröffnungstag fühle. Und ohne Scheiß, eine Woche später hing in einem Laden eine Annonce, dass dieser Raum zur Verfügung steht und vermietet wird, den ich mir schon, der genauso in meinem Kopf war. Und jetzt bin ich seit 1.8. in diesem Atelier und das ist der Oberknaller. Also auch bei mir hat es funktioniert. Und ich finde, das war jetzt zwar schon mal, ich sag mal, schon ein extrem krasser Schritt, aber es funktioniert tatsächlich auch mit ganz, ganz vielen kleinen Sachen. So gerade jetzt hier auch so für die Zuschauer, die jetzt nicht unbedingt ein neues Atelier aufmachen wollen. Aber es funktioniert tatsächlich echt mit kleinen Dingen. Im Leben funktioniert es genauso. Wenn ich mir, bei mir ist es zum Beispiel, der Kontakt zu meiner besten Freundin ist auch, ich denke an sie und denke mir so, eigentlich müsste man mal wieder miteinander reden, man müsste sich mal wieder gegenseitig anrufen und dann meistens ist es so, dass sie dann mir eine Nachricht schreibt, wie es mir geht. Mhm. Und das ist, selbst damit funktioniert es. Man sagt zwar, es ist ein Zufall, aber ich glaube nicht an Zufälle. Für Leute, die da nicht so viel Ahnung haben oder für die das neu ist, hört sich das vielleicht so ein bisschen an wie Hokuspokus oder esoterischer Quatsch, was wir hier erzählen. Wir haben ganz viel über Visualisierung gesprochen. Letztendlich ist es so, dass das, worüber wir hier reden, schon seit Jahrhunderten gemacht wird. Jeder kennt Meditation. Die einigen haben vielleicht schon mal von Traumreisen gehört. Und das Wort Mantra kennen vielleicht auch einige. Ich glaube, das kommt aus dem hinduistischen Religion, ja, Mantra. Also auch ein Glaubenssatz, den man sich ständig halt vorsagt, ne, um sich halt darauf zu fokussieren. Ihr beiden Fachleute, fallen euch noch andere Methoden ein, wo man an seinem Mindset arbeiten kann? Wie man daran arbeiten kann? Ja, Thema Glaubenssätze zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja den Satz, ich muss jetzt gucken, dass ich ihn richtig zusammenkriege. Du glaubst, dass du weißt, weil du nicht weißt, dass du glaubst. Okay, ja. Weißt du das? Guck mal, im Prinzip ist ja alles, was du nicht hundertprozentig weißt, erstmal ein Glaubenssatz. Wir haben Glaubenssätze über uns selbst, wir haben Glaubenssätze über die Welt, wir haben Glaubenssätze über andere Menschen.
Im Prinzip haben wir Glaubenssätze über fast alles. So. Und das Ding ist halt, viele von diesen Glaubenssätzen ist ja nicht schlimm. So, weißt du, wenn es mich nicht limitiert und davon abhält, das zu tun, was ich tun möchte, kann ja ein Glaubenssatz sein, was möchte so. Aber sobald es etwas ist, von dem ich glaube, dass es wahr ist und es limitiert mich, ist es etwas, wo man hinsehen darf. Zum Beispiel, wenn ich glaube, ich bin es nicht wert. Zum Beispiel, ich glaube, ich bin es nicht wert, meine Meinung sagen zu dürfen. Dann ist das ein Glaubenssatz. Aber ich bin so fest davon überzeugt, dass es für mich die Wahrheit ist. So. Und weißt du, aber ist es wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, dass eine Person es nicht wert ist, dass sie ihre Meinung sagen darf? So. Weißt du, das ist halt so dieses, an was glaubst du? An was glaubst du und wovon bist du so fest überzeugt, dass es für dich irgendwann zur Wahrheit geworden ist? So. Und das einmal zu hinterfragen. So, was glaubst du eigentlich alles, von dem du überzeugt bist? Und dann zu hinterfragen, okay, stimmt das wirklich? Und da, das ist so krass, da löst sich so viel auf, wenn man da einfach mal hinguckt. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich immer sehr, sehr den Fokus auch drauf habe. Das ist auch, was du gerade sagst, Glaubenssätze. Du hast ja gesagt, aber wo kommen die vor allen Dingen her? Und die Glaubenssätze kommt ja letztendlich aus unserer Vergangenheit, aus unserer Erziehung. Ja, also sind einfach Glaubenssätze, sind Erfahrungen, positiv wie negativ. Ja, und umso mehr Erfahrung ich in irgendeinem Thema sammle, umso fester. Der Ton ist gerade weg. Nico, dein Ton ist aus. Dein Ton ist weg. Jetzt ist er ganz weg, ja. Scheint einfach eine schlechte Verbindung zu sein. Es hat gerade einen Knack gegeben und dann war deine Verbindung weg. Ich bin in dem Bluetooth drin. Hast du irgendwo Bluetooth angemacht? Ja, man hört ihn noch ganz leise irgendwie. Ich hör, der macht das Bluetooth einfach aus. Siehst du, deine Frau, hör mal lauter. Oh. Jetzt ist er ganz hat sich vielleicht gerade einer an die Kopfhörer angeschlossen oder so. Aber ich würde sogar mit den Glaubenssätzen noch ein Stückchen weitergehen, um mal kurz diese Zeit zu überbrücken. Ich bin davon tatsächlich sehr überzeugt, dass diese Glaubenssätze nicht nur aus diesem Hier und Jetzt-Leben kommen, sondern auch, wir hören dich wieder, sondern auch aus früheren Leben. Und Jonas, du hast es vorhin gesagt, du glaubst auch daran, dass wir eine Seele haben. Und ich bin tatsächlich mittlerweile so, dass ich wirklich sage, dass wir oder dass unsere Seele jetzt auf dieser Welt nur in unseren Körper gegangen ist, aber vorher schon irgendwo anders war. Und auch von dort die Erfahrungen einfach in das jetzige Leben mitbringt. Weil wie oft, also bei mir war es schon ein paar Mal so, dass ich gedacht habe, so, ich war hier noch nie. Ich bin irgendwo hingefahren, da war ich in diesem Leben noch nie. Aber ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt nach da abbiege oder wenn ich jetzt dahin gehe, dann kommt genau das und das oder genau das und das passiert dort jetzt. Und man sagt ja da heute dazu, das sind so Déjà-vus. Man hat so das Gefühl, das schon mal erlebt zu haben, aber weiß, dass man in diesem Leben da noch nie war. Und deswegen bin ich da tatsächlich so überzeugt davon, dass wir definitiv nicht nur hier in diesem Leben waren, sondern halt auch schon früher. Matze kennt es auch. Die Sandra hat uns eben ganz offen und ehrlich geschrieben, dass sie das alles nicht so glauben kann, was wir erzählen. Ich glaube, sie meint in erster Linie das, was wir über Resilienz, über das Gesetz der Gleichheit gesagt haben. Und sie hat ja ganz explizit gesagt, sie glaubt es nicht. Solange man etwas nicht ausprobiert und Erfahrungen damit macht, ist es wirklich eine Glaubensfrage. Da hast du ganz, ganz recht, Sandra. Wir haben dir von den ganzen erfolgreichen Menschen erzählt, die damit Erfahrung gemacht haben und die aufgrund der Änderung ihres Mindsets zum Erfolg gekommen sind. Du hast hier vier Leute, die diesem Thema Erfahrung gemacht haben und für sich Erfolge erarbeitet haben. Ich kann dir nur ans Herz legen, es einfach mal auf die eine oder andere Art und Weise zu versuchen. Ja.
Schritt für Schritt, fang klein an. Versuch über Sachen einfach umzudenken. Ein berühmtes Beispiel für das Ändern von Glaubenssätzen, also Glaubenssätzen bedeutet, wie man zu einer Sache steht, wie man etwas bewertet, ist das Thema Geld. Und das traf auch für mich zu. Ich habe immer gesagt, Geld, Leute, die reich sind, das müssen Arschlöcher sein. Das sind Leute, die andere ausnutzen, die über Leichen gehen und so kommen sie halt zu Geld. Das habe ich irgendwo gelernt. Ich komme nicht unbedingt aus einer reichen Familie, könnt ihr euch vorstellen. Wenn du so durchs Leben gehst mit dieser Haltung und mit diesem Glaubenssatz, natürlich wirst du immer Leute, die du betrachtest und die Geld haben, natürlich wirst du immer bei den Leuten sagen, wo du denkst, so ja, könnte stimmen, das ist ein Arschloch. Ja, ich habe recht. Und der Glaubenssatz bestätigt sich, bestätigt sich, bestätigt sich. Das ist ein aktiver Prozess, das da mal umzudenken. Da muss man aktiv werden. Ja, und einfach mal vielleicht ein bisschen mutig sein und einfach mal so es machen. Und dann wird vielleicht aus dem Glauben Erfahrung. Und es ist nicht mehr nur eine Glaubenssache. Fertig. Ja, also wie gesagt, es ist schwierig, Sandra. Kann das auch vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, wenn man da noch keine Erfahrungen gesammelt hat, also irgendwie sind die AirPods angesprungen und deswegen war ich eben weg. Also Erfahrung, Glaubenssätze ist einfach, ich sage immer, es kommt eine Erfahrung, dann kommt eine Einstellung und der nächste Schritt ist dann der Glaubenssatz. Ja, und du hast eben gesagt, Geld ist nichts wert. Ja, irgendwo kommt das her. Irgendwer wird dir mal als Kind gesagt haben, du kommst nicht auf die Welt mit dem Glaubenssatz, Geld ist nichts wert. Also wirst du irgendwo zurückliegend in der Vergangenheit, im Umfeld Leute haben, die da irgendwas mit dem Thema, die ähnlichen Glaubenssätze hatten und du hast das dann für dich als Erfahrung gesammelt. Ja, wo du sagst, okay, vielleicht meine Freundin gehabt, die nur auf Geld aus war oder. Gibt es ja viele verschiedene Sachen, aber da kann ich dich gerne mal einladen, einfach mal vielleicht zu telefonieren oder so, um mal so eine kleine Traumreise zu machen, so ein Interview mit einem Star mal zu machen, ja, um das einfach mal zu erleben, was man so machen kann. Ja? Mhm. Vorausgesetzt, Sandra, natürlich, wenn du glücklich mit dem Glaubenssatz bist, geht ja immer um dich, es geht ja nicht, was wir richtig finden, was du richtig findest, wenn du sagst, ich bin glücklich in meinem Leben, ich habe ja keine Probleme mit dem Thema, dann warum was ändern, womit du sehr glücklich bist. Das ist ein guter Moment, um unsere Zuschauer darauf hinzuweisen, wenn das für sie interessant klingt oder wenn sie aus irgendeinem Grund dort Bedarf haben, vielleicht auch irgendwie einfach unglücklich sind und gar nicht wissen, warum, dann können sie sich gerne an euch beiden wenden, weil ihr beide seid Mindset-Coach, ihr macht das professionell, ihr habt da schweineviel Erfahrung und so wie ihr wirkt, seid ihr hier schon vertrauenswürdig und super kompetent. Da können sie auf euch zukommen. Ja. Mögt ihr eure Accounts eben nochmal nennen bei Insta oder auf welche Art und Weise sollen sie auf euch zukommen? Ja, einfach über Instagram ist halt der easyste, einfachste Weg. Ja. So, ne? Also mein Name ist Jonas Halbing _Mindset. Schaut euch gerne bei mir um und wenn ihr eine Frage habt, klar, schreibt gerne. Also wie gesagt, Nico Döring, Business Coach, das ist mein Account. Einfach mal drauf gucken, mich mal anschreiben. Da gibt es viele Sachen, über die man da mal sprechen kann, Tipps geben kann, also alles gut. Aber du beschränkst dich nicht nur auf Business, sondern auch im Privatbereich. Also privat macht 5% aus von dem, ja, was ich mache, aber ich bin hauptsächlich, mache ich Unternehmen mehr erfolgreicher. Also B2C ist ganz, ganz selten, ja, weil die Tagessätze ja dann doch ein bisschen anders sind und das nimmt sich selten jetzt eine Privatperson, mich mal da von Tag zum Coaching zu wenden. Ich werde eure Instagram-Accounts dann auch nochmal in die Shownotes packen nachher, wenn wir das als IGTV abspeichern. So langsam würde ich gerne zum Abschluss kommen. Bevor ich das tue, habt ihr beiden noch irgendwas dem Thema Mindset zuzufügen, was eurer Meinung nach wichtig ist und was wir vollkommen vernachlässigt haben? Nö, nichts Großartiges. Ja, an dieser Stelle wollte ich mich einfach einmal bedanken, dass ich hier sein durfte und für den coolen Austausch. So schön, dass ihr da wart. Ja. Und ja. So, hast du noch was? Ich sage mal auch erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Lange nicht mehr live gewesen, ist mir gerade wieder aufgefallen. Zum Thema Mindset ist ein Thema, wir könnten 5 Stunden, glaube ich, sprechen. Jonas weiß, was ich meine. Da gibt es so viele Richtungen. Und vielleicht, wenn jetzt die Leute, die zugucken, ich gebe immer gerne einen Tipp mit, was man vielleicht sofort in der Praxis mal umsetzen kann. Zum Thema Mindset. Und Mindset ist ja immer,
eine positive Stimmung. Ja, und ich würde den Zuschauern einfach mal bitten oder empfehlen, dass wenn ihr ins Bett geht oder früh aufsteht, das ist eigentlich egal, schreibt euch mal, also ich mache es immer so, wenn ich ins Bett gehe, ne? Schreibt euch mal 3 Sachen auf, Papier, bitte schreiben, ja, nicht Handy, nehmt Papier, das hat nochmal eine andere Wirkung im Unterbewusstsein auch, und schreibt euch mal 3 Dinge auf, über die ihr dankbar wart an diesem Tag und geht mit diesen Gedanken ins Bett. Ich mache das selber. Ja, ich habe ein kleines Büchlein, da schreibe ich mir das immer rein. Bei YouTube sieht man das, glaube ich, auch sogar, da habe ich das mal gezeigt. Und man schläft einfach mit einem anderen Gefühl ein und damit ist Gedankenhygiene. Ja? Ja. Und ich verspreche euch, wenn das jetzt mal einer wirklich 30 Tage durchzieht, der führt in 30 Tagen ein anderes Leben. Ja. In diesem Sinne, ja. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Der Dank gehört euch beiden. Das war wieder ein tolles Beispiel von dir, Nico, weil das noch ein Beweis dafür ist, dass wir eigentlich alle Mindset-Arbeit machen, ohne und dass uns das bewusst ist, weil das ist ja ähnlich dem Tagebuch, was du gerade beschrieben hast, ja. Also Leute, ihr seid sowieso auf dem Weg. Das ist kein Spooky-Kram, das ist kein Blödsinn, was wir erzählen. Ihr macht es sowieso, macht es bewusst. Ich wollte abschließen mit einem anderen Film, den die Zuschauer sich gerne mal angucken können. Der ist hier auf Netflix. Und zwar gibt es einen ziemlich bekannten Mindset-Coach aus Amerika, der heißt Tony Robbins. Und so ist der Titel auch von dem Film. Der heißt Tony Robbins, I'm Not Your Guru. Das ist eine Dokumentation. Und das ist schon ein imposanter, cooler Typ, weil er sehr authentisch ist, wie ich finde. Weil er Coach geworden ist aus seinen eigenen, ich sag mal absichtlich, Anführungszeichen, negativen Erfahrungen. Ja, aus seiner Kindheit. Und das dann halt umgewandelt hat, um jetzt Leuten zu helfen. Er ist authentisch, er ist empathisch und er arbeitet super intuitiv. Zumindest sagt er das. Ja, er hat ein riesen Team um sich herum und ich glaube irgendwie, ja, scheint so irgendwie 50 Coaches, die auf den Wochenseminaren, die er gibt, für mehrere tausend Dollar, da halt noch mit ihm arbeiten. Also das ist schon so, ne? Naja. Aber so, es wirkt so bei dem, was er sagt, direkt, dass er schon sehr intuitiv arbeitet. Und es gibt ja in dem Film eine Szene, da steht eine Frau auf und stellt ihm eine Frage zu einer Sache. Und er steht dann vor ihr so ein bisschen Fragen und so und sagt dann zu ihr, sag mal, kann das sein, dass eigentlich was ganz, ganz anderes los ist? Und sie fängt dann so leicht an, unsicher zu werden und kriegt auch Wasser in den Augen und erzählt dann halt, dass sie über mehrere Jahre, ich glaube, nicht nur missbraucht, sondern auch gefangen gehalten wurde. Ja. Und dieser Hühne von Mann steht dann vor ihr und der Kopf geht immer tiefer und seine Augen werden feucht und irgendwann nimmt er sie einfach in den Arm. Und das ist so eine rührende Szene und was dann passiert, ist noch viel, viel erstaunlicher. Und das hat mit dem Thema Mindset dann zu tun. Er sagt zu ihr, du hast Erfahrungen gemacht, die keiner von uns machen möchte und keiner von uns kann sich auch nur ansatzweise in das hineinversetzen, was du ertragen musstest. Aber wie wär's, wenn du das ab heute nicht mehr aus der Perspektive eines Opfers betrachtet, sondern diese Erfahrungen nutzt, um anderen Leuten zu helfen. Und sie guckt ihn mit großen Augen an. Und er bietet ihr dann eine Stelle in seinem Team an. Aus dem Moment heraus, ganz, ganz spontan. Mhm. Ja, vertraut er diesem Menschen. Danach sitzt er hinter der Bühne und weint und lässt das los, was er gerade erlebt ist und wird gefragt, ja, warum hast du das gemacht, so einen wildfremden Menschen jetzt ins Team zu holen? Und da sagt er, gerade weil sie diese Erfahrung gemacht hat, weil sie durch den Dreck gegangen ist, ist sie kompetent, anderen Leuten zu helfen. Und das fand ich sau, sau spannend. Guckt euch also diesen Film an. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr den Film guckt, packt euch eine Packung Taschentücher bereit. Ja. Ich habe jetzt nicht geweint, aber es war schon sehr emotional, das stimmt. Also ich, waren ja noch andere Szenen dabei. Ja, also, ja. Also Suizid. Ja. Ich musste oft Pause drücken bei der Dokumentation. Also wirklich. Ich auch. Also da rufen ja Frauen aus dem Seminar an und lassen sich scheiden. Ja. Vor Tausenden von Leuten. Lohnschlaf, kann man gucken, wenn man sich für das Thema mal interessiert, auf jeden Fall, ja. Genau. Also Nico, du schickst deine Frau bitte nicht zu ihm, ne? Sie kann es ja nicht besser treffen wie mit mir. Genau. Sie sitzt im Raum, sie sitzt vor mir. Lasst uns damit Schluss machen, liebe Zuschauer. Guckt euch diesen Film an. Wir bedanken uns, dass ihr uns so, so lange zugehört habt. Aber nachdem ihr den Film angeschaut habt,
ruf dir diese beiden Leute an. Die sind mindestens genauso kompetent wie Tony Robbins. Ich bedanke mich bei euch beiden und bedanke mich so, ich fliege heute weg. Vielen Dank. Ja. Ich wünsche euch was. Tschüss. Ciao.